im großen Bild bewegungslos. Das ist etwas, was nicht nur auf die beiden Kollegen hier hinter mir zutrifft, denn da tut sich nicht so wirklich viel. Der DAX eigentlich seit dem letzten Montag, nicht gestern, nein, nicht Anfang der Woche, sondern eine Woche zuvor, seit den Nachrichten zu den Impflösung, sage ich jetzt mal vorsichtig, nicht mehr wirklich bewegt. Heute allerdings ein bisschen mit einem Gap nach unten. Aber wenn man ehrlich ist, im Großen hat sich dadurch auch nichts verändert, auch wenn man Gaps natürlich als Anleger vor allen Dingen in die falsche Richtung am wenigsten gerne hat. Trotz alledem, so richtig scheint der Markt noch nicht zu wissen, wo er sein Ei hinlegen will. Das ist ein klassisches Zeichen dafür, dass einfach abgewartet werden muss. Man wartet auf irgendeinen Impuls. Typischerweise würde ich eigentlich eher erwarten, dass der früher oder später dann nach oben losgehen sollte. Das wäre das eigentlich zu erwartende Bild normalerweise. Denn vorangegangen war eine starke Bewegung und wir wissen, der Markt liebt es, in die eine Richtung eine Steilpass zu fahren, ein bisschen Pause zu machen, ein bisschen wieder zurückzukommen und anschließend dann das ganze Bild nochmal fortzusetzen. Im Großen ist das schon andeutungsweise geschehen, wenn wir uns das mal angucken, seit März und dann bis in die Sommermonate, je nachdem welchen Index man da auf dem Kicker hat. Aber im Kleinen, da steht diese Entscheidung noch aus. Ob es wirklich nach oben dann reicht, das weiß natürlich keiner, aber die Chancen sind einfach groß gegeben, weil der Markt diese Vorlage ja schon mal einmal gegeben hat. Aber soll man deshalb jetzt schon long gehen? Ich persönlich finde es noch nicht so attraktiv, jetzt schon sich sofort mit zu etablieren dort in den Markt oder reinzukaufen in den Markt, sondern erstmal mal abzuwarten, bis da entweder der Markt dann wirklich den Ausbruch nach oben dann nochmal wieder schafft oder zumindest, was ich noch lieber habe, den Rücksetzer. Das werde ich euch natürlich wieder am Chart zeigen. Ihr wisst, dass ich normalerweise ja sehr gerne hier diese Videobeiträge dann mit Chart im Hintergrund oder im Vordergrund sogar dann mache und dann kann ich das viel leichter noch erklären. Oder aber ihr abonniert den Trade des Tages. Da stellen wir immer wieder Trading-Ideen vor, was wir sagen, wo wir reingehen, an welcher Stelle wir den Stop ziehen oder erstmal hinsetzen und nachher dann wegziehen. Also in die richtige Richtung wegziehen, vorsichtig, das ist ganz wichtig als Händler. Das werden wir da natürlich immer wieder zeigen im Trade des Tages. Meldet euch einfach an, es kostet ja nichts, nutzt das Ganze. Oder aber, beziehungsweise eigentlich besser, und meldet euch an für Born for Trading, dann habt ihr die Möglichkeit, auch Nachrichten immer wieder aufs Smartphone zu bekommen. Zum Beispiel, was ich gerade in der Börse gemacht habe, da habe ich ebenfalls nochmal einen kleinen Videobeitrag eben vorbereitet. Wenn ihr sowas euch angucken wollt, dann meldet euch an. Dann habt ihr da auch zusätzlich immer wieder Informationen und auch nochmal Tipps und Tricks im Laufe des Tages mit tollen Trading-Ideen, was wir da sehen oder wie wir damit umgehen. In diesem Sinne für diesen Moment erstmal euch alles Gute. Weniger Langeweile als den beiden hier im Hintergrund. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Ciao.